Moin allerseits, willkommen zurück zu Minecraft. Im Hintergrund ein Theme, welches mir ein User geschickt hat. Das Theme nennt sich Overworld Music, also kommt aus Super Mario 3D World. Ein Spiel, das ich noch nicht gespielt habe, weil ich gar keinen 3DS oder eine Wii U besitze. Ist doch, glaube ich, für beide rausgekommen. Keine Ahnung, ich kenne mich mit den neuen Spielen noch nicht so aus, tut mir leid. So, erstmal fällt vielleicht noch auf, ich habe ein neues Texture Pack verwendet. Eigentlich nur aus einem Grund. Ich war mit dem Misas Realistic Texture Pack echt sehr zufrieden. Aber ich fand diese Wassergeschichte, die ihr ja vielleicht mitbekommen habt, dass das Wasser weiß war, echt Scheiße. Und jetzt habe ich wieder schönes blaues Wasser. Ist das nicht genial? Aber sobald irgendwie wieder ein anderes Texture Pack draußen ist, das mir besser gefällt, werde ich das verwenden. Das hier finde ich zwar nicht schlecht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, aber ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken, falls es euch interessiert. Aber ich fand das Misas Realistic Texture Pack schon nochmal eine Spur besser. Dann seht ihr, die Bäume, die ich beim letzten Mal gepflanzt habe, sind ordentlich gewachsen. Aber was vor allem auch auffallen dürfte, ist, dass ich diese Fenstergeschichte, die ich angekündigt habe, mit dem korrekten Innenholzrahmen reinfassen, schon vorgenommen habe. Das tut mir ein wenig leid, weil ich ja versprochen hatte, das mit euch zu machen. Aber ich habe das so halb aufgenommen gehabt, aber das war kein besonders sehenswerter Part. Und dann hat es auch irgendwann nicht mehr ganz aufgenommen, dass ich mittendrin abgeschnitten bin und sonst was. Und so ist das jetzt halt geschehen. Ich finde, es sieht jetzt noch nicht so wirklich perfekt aus. Vor allem diese Seite hier ist so ein bisschen fragwürdig, ne? Wenn man sich das mal anschaut, ja, man kann es mal so lassen, aber ich weiß nicht, ob das für die Ewigkeit so gedacht ist. Aber es ist, denke ich, jetzt zumindest von innen, das möchte ich kurz demonstrieren, die bestmögliche Lösung. Man kann natürlich jetzt draußen die Fassade noch irgendwie verzieren, wenn man lustig ist, aber es ist nicht zwangsweise notwendig. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, was machen wir jetzt? Rainbow Road läuft an aus Double Dash. Wir können ja erstmal noch auf unseren Dachboden gehen. Mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, sieht super aus. Müsste ich irgendwie auch nochmal demnächst ein wenig weiter erarbeiten, dass ich da oben vielleicht irgendwie ein paar Bücherregale würden da natürlich wunderbar hinpassen oder so hinpacken. Mal schauen. Achso, ich hatte jetzt übrigens endlich, da habe ich ja vor langer Zeit nachgesucht, nach einem schnieken Spruch, den ich hier zu meinem Holz schreiben kann. Ich weiß gar nicht, wieso mir der nicht gleich eingefallen ist. Der ist nämlich so naheliegend. Where the wood at? Yeah, whoop, whoop, where the wood at? Jawohl. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ich hatte jetzt überlegt, wieso komme ich die Treppe nicht hoch? Ist da zu anspruchsvoll für dich, eine Stufe hochzusteigen? Das geht mir höchstens nach einem richtig heftigen Getränkeabend so. Achso, übrigens an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die mir gestern zu meinem Geburtstag gratuliert haben. Hat mich sehr gefreut, dass ich da einige Kommentare auf dem Kanal oder auch per PN einige Glückwünsche bekommen habe. Das fand ich super lieb von euch. Danke dafür, hat mir sicher den Geburtstag noch ein wenig versüßt. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen, ne? Ich hatte jetzt erstmal überlegt, gehen wir doch mal wieder in Richtung Sumpf. Ganz vorsichtig, leider habe ich ja immer noch keine Minimap, weil für 1.7.2 ist 3's Minimap leider noch gar nicht verfügbar. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch noch andere Minimap-Tools für Minecraft, aber ich wollte Rise Minimap und weiß jetzt nicht, wann das rauskommt und wollte aber auch nicht mehr downgraden auf 1.6.4. Deswegen müssen wir jetzt einfach ein bisschen warten. Ja, müssen wir halt. Oh, gucke mal an, was ist denn hier? Da ist ja ein Durchgang im Prinzip, den ich noch nicht freigelegt hatte, wo auf jeden Fall erstmal Kohle ist. Ja, hier die Kohle sieht natürlich jetzt nur so mittelprächtig genial aus, auch in diesem Texture Pack, aber ja, muss man mit leben. Bisschen Kohle kann ja nicht schaden, nicht wahr? Läuft bei mir. Ja, nee, also war wirklich schön gestern. Danke an alle, die da an mich gedacht haben. Danke auch an den Mad-Baron, der ja auch ein kleines Video zu meinem Geburtstag veröffentlicht hatte. Aber ja gut, so groß ist das hier doch gar nicht. Na gut. Und, was wollte ich jetzt gerade noch dazu sorgen? Ach ja, ich habe einen Backofen geschenkt bekommen. Ist das nicht der nackte Wahnsinn? Das heißt, ich kann jetzt Pizza backen und damit endlich das letzte Nerd-Klischee, welches mir noch verwehrt geblieben ist, bestätigen. Nämlich, dass ich Tiefkühlpizza mache. Also das heißt eigentlich, dass jetzt meine Ernährung zu 85% darauf umschalten wird, aber da müssen wir mit leben. Eigentlich wollte ich jetzt gar keine Höhlentour machen, aber ich liebe Minecraft-Höhlen. Die sind immer so schön dunkel, gruselig und verwinkelt und man verläuft sich. Ja, aber ich wollte mich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt verlaufen. Aber ein bisschen Rohstoffe abgrasen ist gar nicht mal so verkehrt. Aber ich denke, wenn ich nochmal eine richtige Höhlentour mache, werde ich eher wieder in die Mine gehen, in der ich ja letzte Woche schon war. Denn das würde mit Sicherheit dazu führen, dass ich dort unten eventuell nochmal ein paar spannende Sachen entdecke. Vielleicht sogar mal eine Schatzkiste.
Das wäre doch wirklich mal etwas Tolles. Das wollte ich schon immer mal tun. Ich habe es noch nie wirklich geschafft, eine Mine großflächig zu erkunden, weil ich immer so ein bisschen mich darin verlaufen habe und dann auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich wieder zurückfinde. Okay, das ist mir gerade ein bisschen zu viel Wasser. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück, hier raus aus diesem Areal. Wenn ich wirklich mal wieder in eine Höhle gehen sollte, wie gesagt, dann geht's in die Mine. Tach. Jo. Och ja, ich schwänze gerade eine Vorlesung. Also, beziehungsweise das liegt jetzt, ich schwänze jetzt nicht die Vorlesung, um was aufzunehmen. Das finde ich ein bisschen billig. Da habe ich schon andere Prioritäten. Aber ich bin vorhin aufgewacht mit so einem Schädel. Und hab mir dann gesagt, nee, dann muss jetzt die Vorlesung mal dran glauben. Ist ja okay. Aber das sollte man natürlich nicht allzu regelmäßig machen. Sonst endet das gleich damit, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was Phase ist und sich im Endeffekt, ja, verliert. Süß. Ja, sieht ganz schnieke aus, doch das Texture Pack jetzt mit dem Sonnenuntergang, das gefällt mir ganz gut. Ich habe ja das Misas Realistic Texture Pack auch nur 5-mal verwendet, glaube ich, in 5 Parts, 5 Tage lang. Das ist ein bisschen wenig, ich weiß. Ich finde das auch gut, aber nicht gut genug. Wegen dieser Wassergeschichte. Ich meine, ich glaube, man kann ja auch einfach manuell das nachfärben, wenn man wollte. Aber ich kann es nicht. Weil ich ja... Warte mal, mein Bett ist ja nicht in meinem Lager. Weil ich ja, was Modding und solche Geschichten betrifft, ein ziemlicher Noob bin. Aber gut, muss man jetzt irgendwie durch, ne? Werd dann halt jetzt mit diesem Texture Pack laufen und... Es ist ja auch nicht schlecht, mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Ich merke übrigens gerade, ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Das liegt nämlich daran, dass ich jetzt mit der X-Story aufnehme. Und da ist es natürlich so... Oh Gott, da kommen meine Geburtstagskerzen auf mich zugewackelt. Aber da gehe ich doch mal schnell raus und verzieh mich. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Schade. Mann, ich hatte doch gerade einen Satz angefangen. Ach Mann. Ja, ich bin noch ein bisschen, Moin. Der hat ja fesche Hände, der Typ. Aua. Der Zombie sieht ja richtig cool aus. Das muss ich ihm lassen. Ich nehme jetzt zum ersten Mal ein Part von Minecraft mit der X-Story auf. Und das führt dazu, dass ich jetzt etwas vergessen habe, mir den Timer zu stellen. Die Zusammenhänge müssen jetzt nicht unbedingt jedem klar werden, aber... Normalerweise brauche ich keinen Timer bei Minecraft, weil ich die Zeit so ablesen kann. Ah! Da bist du neben die Leiter gestiegen, Scully, du Senkel. Hast wieder deine ganzen Erfahrungslevel verloren. Gut, das ist zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht so schlimm. Müssen wir ja mal akzeptieren, das ist okay. Das kann passieren. Oh Gott, jetzt kommt aber der Creeper. Das ist jetzt natürlich frech. Ich wollte ja eigentlich World Guard installieren, aber das geht auch noch nicht so ganz mit der neuen Version. Und vor allem bin ich natürlich auch ein Noob, was allerlei Mods betrifft. Ich weiß gar nicht, muss ich für World Guard jetzt Bucket haben oder geht das auch anders? Ach ja, das ist mir egal jetzt. Ich werde einfach versuchen, keine Creeper in der Nähe meiner Hütte hochgehen zu lassen und dann ist gute. Wobei es natürlich schon nicht verkehrt wäre, wenn ich das ein wenig installieren würde. Genauso wie den Timber Mod, den hatte ich auch rausgesucht. Timber Mod ist ja dieser Mod, mit dem man ein Stückchen Holz rausschlägt und dann fällt der ganze Baum um, was, naja, bedingt realistischer ist. Also zumindest ist es natürlich realistischer, dass du nicht irgendwelche schwebenden Holzstücke hast. Aber was halt auch noch immer nicht realistisch ist, ist, dass dann die ganzen Stücke herabregnen. Manche würden das vielleicht auch als Cheaten bezeichnen, den Timber Mod zu verwenden, aber ich finde den ganz cool. Und irgendwie ist es ja auch nicht so spektakulär, mir immer nur beim Holzfarmen zuzugucken. Deswegen wollte ich das eigentlich machen, aber wie gesagt, war leider nicht machbar. Weil der noch nicht für 1.7.2 erschienen ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil 1.7.2 ist doch schon relativ lang jetzt auch draußen, die Minecraft-Version. Aber irgendwie scheinen da die Leute... Ich meine, gut, das ist ja alles eine... inoffizielle freiwillige Arbeit. Kein Wunder, dass man sich da nicht gleich als erstes dran setzt. Aber ich würde mich doch sehr darüber freuen, wenn der Timber-Mod bald für 1.7.2 verfügbar wäre. Naja, aber man muss damit leben. Man muss es nehmen, wie es kommt, hat früher mein Klavierlehrer immer gesagt. Und da hat er recht. Ja, warte mal, da vorne, das ist ja super. Da kann man ja direkt Kohle abbauen bei diesem komischen Ding, das echt komisch aussieht. Ja, ein komisches Ding sieht meistens komisch aus, aber das hier wirklich, also... Das ist so ein komischer halber Hügel. Als wäre hier mal einer hochgegangen oder sonst was. Also ein Creeper, meine ich.
Also mit hochgegangen meine ich explodiert und nicht den Hügel hochgegangen. Ja, ich glaube, das habt ihr auch kapiert, ne? Das habt ihr schon verstanden. Ja, und was ich übrigens momentan als richtig tolles Spiel identifiziert habe, jetzt werdet ihr denken, Mensch, Scally, du bist ja sowas von hinterrücks und ne, hinterwäldlerisch, rückständig, was auch immer, ist The Binding of Isaac. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, das ist ja relativ bekannt, auch gerade durch YouTube und durch Let's Plays dazu. Ich habe es jetzt erst im Steam Autumn Sale geholt, hatte ich ja schon gesagt, irgendwann während meines Minecraft Let's Plays, dass ich das mir geholt hatte. Und jetzt momentan spiele ich das sehr, sehr gerne und auch sehr exzessiv. Und da hatte ich überlegt, ob ich da vielleicht auch ab und zu mal einen Run von auf YouTube hochladen soll. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet oder ob ihr sagt, nicht noch einer mit Binding of Isaac. Minecraft reicht als Klischee, Scally. Oh, was ist das denn? Das ist schon wieder Eisen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Ist immer sehr gesund, so ein bisschen Eisen. Ach so, man sieht ja wahrscheinlich hier gar nichts. Haha, muss ich immer dran denken, dass bei YouTube alles ein bisschen dunkler ist als bei mir auf dem Bildschirm. Und dann kriege ich wieder Kommentare, man sieht nichts, man sieht gar nicht, wie du Steine abbaust. Und ich meine, das ist ja schon sehr wichtig, weil das ist eine Pracht sondergleichen. Da unten ist Licht, ist da Lava oder ist das wieder die Mine, die wir kennen? Hoffentlich ist es Lava. Ich habe keine Lust, jetzt in die Mine zu gehen. Wow, das ist sowas von Lava. Fregatte Orpheon läuft im Hintergrund. Haben wir ein Stück Stein, dann kann ich noch den Eisen da abbauen. Das Eisen. Wird jetzt übrigens, denke ich mal, das letzte Theme, weil ich mich jetzt gerade so ein bisschen an den Themes orientieren muss, wie lang der Part schon ist. Oh Gott, jetzt fließ schon ab, du Lava. Nun komm schon. Zack, zack, zack. Oh moin. Ja gut, da ist ja egal. Ach, jetzt ist es doch weg. Jetzt seht ihr wieder nichts mehr. Ne, guck mal, hier, da bin ich. Da ist Eisen. Hier könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir die Magnetprobe. La la la. Jo, machen wir die Magnetprobe. Jo, und dann gehen wir wieder weg. Irgendwie müsste das doch machbar sein. Na, jawohl. Theme ist aber auch creepy hier, Fregatte Orpheon, ne? Muss man ja irgendwo mal zugestehen. Wo war denn hier der Eingang? Ist jetzt Nacht und deswegen sehe ich ihn nicht, oder? Ah, ne, hier. Oder was? Ich blicke hier gerade nicht mehr durch, ich habe mich schon wieder verlaufen. Scally, du Idiot, Orientierung wie so ein Waschbär ohne Knochen. Moin. Da ist Dschungel, da ist Sumpf, aber wo ist mein Turm? Den habe ich doch vorher noch gesehen. Also ich weiß nicht, irgendwie wollte ich ja eigentlich in Sumpf, aber ich glaube im Sumpf würde ich mich doch zu sehr verlaufen momentan noch. Deswegen werde ich jetzt hoffen, dass ich den Rückweg erstmal wieder finde. Sollte ja wohl machbar sein. Ich glaube, die Richtung ist schon mal nicht ganz verkehrt. Und wenn doch, dann bleibt mir der Heimgang halt verwehrt. Haha. Jo. Ich reime ja fast so gut wie Herr Pillemann Papa, ja? Den kennt ihr ja bestimmt. Der hat ja auch in Scrotum Quest mit dem lieben Matti, was ich ja mit dem Matti gespielt habe, das Abspannen oder das Theme schlechthin gesungen. Satans Senf, ne? Also für alle, die Scrotum Quest noch nicht gesehen haben, schaut mal entweder bei mir unter Playlists, da habe ich das auch verlinkt, nämlich Scrotum Quest heißt das Spiel, oder schaut bei Matt Baron, da hat der, ja, der hat das hochgeladen, das Ganze, da waren, haben wir uns zusammen an dieses geniale Meisterwerk gesetzt, das war sehr unterhaltsam. Na gut, Freunde, ich denke, es könnte jetzt sein, dass der Part ein bisschen kurz war, wenn ja, muss ich mich natürlich bei euch entschuldigen, aber das werdet ihr mir hoffentlich nachsehen. Beim nächsten Mal wird es dann wieder mit Timer aufgenommen und alles ein bisschen einfacher. Weizen werde ich dann auch beim nächsten Mal abernten und dann mal schauen, was ich dann mache. Ich weiß es gerade selber noch nicht. Jetzt habe ich ja ein bisschen Rohstoffe wieder gefunden. Vielleicht werde ich noch ein bisschen meine Kellertreppe oder so machen. Die wollte ich ja auch erarbeiten. Und dann auch irgendwann mal wieder was Neues basteln. Ne? Die Straße weiterführen. Vielleicht mal im Dschungel eine kleine Hütte errichten oder sonst was. Nun, wie dem auch sei, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch morgen wieder in Minecraft einschaltet. Macht's gut, bis denne. Euer Scully, der Rally.